Servus, viel Spaß bei euch. Nein, das ist der erste Teil. Hallo, servus. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um diese Langbandschleifmaschine. Mit dieser Maschine kann man Plattner, Massivholzteile schleifen und es ist weniger Arbeit. Hier herüben wird abgesaugt. Hier habe ich schon die Absaugung gerichtet. Hier wird dann ein Schlauch noch gegeben, damit diese Maschine auch abgesaugt wird. Also nicht hier unten, hier. Hier war eine interne Absaugung. Diese Bandschleifmaschine hatte selbst einen Motor, der mit dem anderen Motor mit einem Keilriemen betrieben wurde. Und dann wurde der ganze Staub in Säcken gesammelt. Aber wie gesagt, das habe ich demontiert, denn ich will es in meine große Absaugung gleich hineinsaugen. Und diese Maschine ist kaputt, der Tisch geht nicht auf und ab. Hier sind die ganzen Kugellager hin und das habe ich jetzt schon zerlegt. Die Kugellager kommen weg. Hier kommt eine neue Kette hinein. Da ist das Glied gebrochen eines. Das ist nicht einfach, das zu bekommen. Also das wird man in Zukunft wird man das dann mal sehen, wie diese Maschine läuft, ja. Instand gesetzt wird. Ich bin auch im Überlegen, ob ich diesen Tisch komplett neu mache. Aber andererseits wieder eine Bandschleifmaschine. Langbandschleifmaschine. Was hier, schleift man damit? Hier läuft dann ein Band, hier kann man Tischplatten hinauflegen, Türen, alles mögliche. Zu kleine Teile kann man eher nicht schleifen, denn wenn dieser Schuh, mit dem ich das Schleifpapier aufdrucke, also auf das zu schleifende Teil, und der würde schief einmal abschnappen oder wegkippen, dann wäre das verschliffen. Also die Teile sollten schon eine gewisse Größe haben und man braucht relativ viel Erfahrung, je kleiner die Teile sind. Hier diese Löcher waren früher aus dem Grund, dann hat man eine Leiste durchgesteckt und konnte Laden hineinhängen. Und die Laden haben unten weggeschaut und man konnte herum die Laden schleifen und drehen. Also die Lade hat unter den Tisch geschaut und hier war nur immer eine Seite der Lade und somit konnte man. Aha, also das ist nicht kaputt, sondern es gehört so. Ja, naja, hier ist schon einiges kaputt auch, aber im Grunde genommen sind solche Auslässe, ich glaube hier dieser Auslass war nur für die Laden. Das hier ist schon eine Beschädigung, das werde ich einfach alles neu machen. Wie alt ist die Maschine? Ich schätze, das ist aus den 50er Jahren. Ah, also wie das so ein schönes. Wenn das jemand weiß, hier steht Trauner Maschinenfabrik, vielleicht weiß darüber jemand mehr und könnte es in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Hier habe ich auch schon das Kabel, also hier muss nur noch der Stecker montiert werden. Und hier bei diesem Sterndreieckschalter, das ist eigentlich nur. Das ist gar kein Sterndreieck, der hat nur einmal, also da geht man nur auf Dreieck und das läuft. Also ein kurzer Ausblick. Über die Maschine. Ja. Ein kurzer Ausblick in die Landschaft der Maschinen, der alten Maschinen, eine Langbandschleifmaschine. Die Maschine ist so alt, sie will nicht mehr schleifen, weil sie quasi schon in Pension ist und sie hat den Tisch hängen lassen. Und du wirst dich um sie kümmern? Ich werde mich um sie kümmern und sie wird sich dann hoffentlich auch um mich kümmern. Wenn ich eine Tischplatte zu schleifen habe, erspare ich mir dadurch sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit kann ich wieder, wie soll es anders sein, Kaffee, Kuchen, Schnitzel und so weiter. Und also, Gitarre spielen. Gitarre spielen, genau. Das ist ein Extronadler. Echt? Was ist? Es liegt gar kein Werkstück hier. Und was hast du mit dem Motor gemacht? Was ist da los? Der Motor, also. Bremsen. Da habe ich, das Teil habe ich noch zum Rausnehmen. Ja. Dann kann ich nämlich hier und hier ein Holster querlegen und kann eine Lade hineingeben. Mhm. Was ich machen kann, die Ladenwände schleifen. Ja. Ja. So, wo wurde die erfunden? Das hat erfunden der Herr Dr. Amadeus Richardus. Oh. Sinsus. Na, keine Ahnung. Was ist das da? Damit, den Motor hast du abgeschnitten? Nein, abgeschraubt. Der wurde hier nachträglich anscheinend an diese Maschine. Wie schaut der aus? Gehebt das mal an oder ist das so schwer? Geht. Oh. 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 Der wurde hier mit einem Keilriemen betrieben. Ja. Und dann spürt man hier, dass er saugt. Aha, was war das, eine alte Absaugung? Naja, das war eine interne Absaugung. Quasi an der Maschine, die wurde an die. Wo war der montiert? Hier, das sieht man jetzt nicht, das habe ich wieder zugeschaut. Neben dem Motor, also hier unten. Das? Hier unten war der montiert und hier oben ist ja der Motor und mit einem Keilriemen wurde. Das Teil hier vorne, hier liegt der Keilriemen, wurde das hier angetrieben.
Und dann hier über Rohre, hier ist ein Rohr durchgegangen und hier herein und hat abgesaugt. Aber die Leistung von meiner Absaugung jetzt ist ungefähr 5-mal so gut. Und jetzt ist das ein relativ staubfreies Arbeiten. Die schöne Langbandmaschine. Ja, Langband. Schon getestet. Ja. Wird das noch verbessert, die Langbandmaschine? Nein, das funktioniert jetzt alles. Der Tisch geht jetzt wieder nach unten, der ist nicht gegangen. Da war diese Stange war so verrostet, dass nichts gegangen ist. Und ein Kettenglied innen war abgerissen, das wurde zusammengepusht. Und jetzt kann ich hier den Hebel in die Höhe und dann läuft der Tisch nach unten. Hier den Hebel in die Höhe und jetzt fliegt der Tisch hin. Wow. Und nach oben muss ich drehen. Wie bei der Rackseilbahn. Genau, das ist eigentlich von der Rackseilbahn der Motor. So, auf jeden Fall, wir waren bei deinem da, ne? Ja. Der hat, wie gesagt, eine vorgegebene Schräge von 20, 22 Grad. Keine Ahnung, müsste ich nachkontrollieren. Wenn der Mann, der den vorbesessen hat, zum Beispiel, das haben früher viele gemacht, selbst geschliffen, dann passen die gerade sowieso nicht mehr. Hm? Und hier kann ich sie verstellen. Genau, baust du das jetzt ein? Ja, aber kurz noch. Hier habe ich eine Schlitzscheibe zum Schlitzzapfen machen. Die war bei so einem Fensterset mit, das habe ich zerlegt. Und hier habe ich eine kleine Schräge, da kann ich dann die Zapfen, die eine Absetzung machen, quasi mit einer Schräge und auf der anderen Seite einen Falz, wo ich Glasleisten hineinlegen kann. Und wenn ich mit diesem Fräser dann genau diese gerade einstelle, also mit dem Verstellfräser, dann kann ich das aufrechte Fries bei einer Tür zum Beispiel mit derselben Schräge machen und das passt dann genau hier beim Zapfen hinein. Ich hoffe, das hat jetzt wer verstanden. Ich hätte es auch nicht verstanden. Aber ich kann das hier. Und das sind ja noch so. Sind das ja, alles das sind normale Schlitzscheiben. Das sind alles Schlitzscheiben, ja. Für den Fräser. Ja. Und hier zum Beispiel, hier kann man es sehen. Wenn Moment. Ich jetzt. Da ist da alles schön. Ja. Schaut, das ist mit so einem Profil auch. Bitte? Da ist mit so einem runden Profil, oder? Keine Ahnung. Was? Muss ich schauen? Was? Das da. Ja, das ist eine, so eine Rundung, das ist auch irgendein Spezial für irgendeine, keine Ahnung für was, der habe ich mich noch nicht beschäftigt damit. Auf jeden Fall, das ist zwar jetzt ein Fensterkit, aber gehen wir davon aus, mit dieser Drumschlitzscheibe, die hat genau diese Schräge. Dann könnte ich hier bei diesem Zapfen, hier geht ja der Zapfen durch, diese Wange mit dieser Schräge wegfräsen. Ne? Und diese Schräge könnte ich mit dem Verstellfräser fräsen, dann würde das Ganze hier zusammenpassen. Ist jetzt verständlicher gewesen. Okay, egal. Auf jeden Fall kommt der Fräser jetzt hier hinein. Sind 45 Grad eingestellt. Hier 45. So sollte ich ihn hineingeben. Das heißt, ich muss dann das dann ändern. Denn wenn ich ihn so jetzt reingebe, müsste ich Linkslauf einstellen bei der Fräse. Ich will aber Rechtslauf einstellen. Was musst du jetzt ändern? Stelle ich die Schräge hier um. Du stellst sie, kannst das verdrehst es um 90 Grad jetzt. Um 90 Grad, genau. Sollte man auch anziehen, wenn das lock ist und das fängt während dem Fräsen zu schwanken an, bekommt man ein Spezialprofil. So. So, jetzt ist es so. Und jetzt kann ich ganz normal auf Rechtslauf fräsen. Jetzt kann sich der Fräser so drehen und ich kann von hier mit dem Teil zufahren. Wäre kein Problem, ich könnte Linkslauf auf einstellen. Aber wie geht Rechtslauf? Na, das ist Rechtslauf. Ganz gegen normal. Gegen den Uhrzeigersinn nennt sich Rechtslauf? Ja. Ah, okay. Genau. So. Wie machst du das? Rechts. Ja. Und wenn ich Linkslauf einstellen würde, so. Okay. Wahrscheinlich ist das gemeint, wenn ich von rechts zuführe. Ah. Von rechts führe ich zu, Rechtslauf, Linkslauf. Dann kann ich das einfach umschalten. Aber mir ist lieber, ich schalte das nicht um. Wenn ich das verhindern kann, dann können keine Fehler passieren. Denn hin und wieder ist es mir schon passiert, dass ich Linkslauf eingestellt hatte, vergessen zum Umschalten. Und dann bin ich rechts hineingefahren mit einer Linkslauf-Einstellung. Das siehst du wie bei der Bohrmaschine, Schrauben raus oder reinschrauben. Genau, ja. Gehört noch eine Scheibe hinein.
War das krass. Ja, weil ich meine zu wenig hinein habe. Ich habe mir gedacht, das geht sich aus. Sich nicht ausgegangen. Muss das eine gewisse Höhe haben? Oder? Ja, sonst da spannt das nicht. Wenn da, wenn hier, warte, ich zeige das kurz. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Fräsern auch so ist. Hier habe ich so einen Zahn. Und wenn der hier nicht mehr weiter runter kann, dann kann ich ihn eigentlich nicht spannen, weil er hier hängen bleibt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der bleibt hier hängen. Mhm. Ja. Egal, ja, genau. Und jetzt sollte ich immer drüber sein, dass quasi der Zahn hier in dieser leeren Nut irgendwo ist. So, jetzt kann ich die Sperre wieder aufmachen. Und jetzt dreht er sich wieder. Sehr schön. Machst du jetzt noch so eine Probefräsung vielleicht? Oder? Nein, ich muss eigentlich gar nicht fräsen. Ich habe den jetzt nur aus Showzwecken eingespannt. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Fräsen, oder? Wieso ist jetzt nicht? Jetzt will ich wissen, wie das. Jetzt möchte ich bitte schön wissen. Wie das ist. Ja, für was das ist. Okay. Was ich, für was ich mich da jetzt angestrengt habe. Ja, da muss also ich jetzt die ganze Fräse einstellen. Ich schon ein bisschen eine. Da muss ich jetzt aber die ganze Fräse einstellen auf irgendein Holzteil. Naja, da. Nimm irgendein Holzteil, was auf die Fräse passt. Ja, da muss und nicht ich umgekehrt. Okay, das würde schon mal passen. Das ist wieder zu kurz. Da müsste ich hier eine zumachen, dass ich einen Anlauf habe. Nein, ich tue das jetzt nicht. Nein, nein, ich streike. Nimm ein Holzscheitel. Nein. Nimm ein Holzscheitel. Nein. Holzscheitel? Nein. Gibt es nicht mit Holzscheitel? Nein. Ich könnte freihand hineinfahren mit irgendwas Großem. Mit dem Finger? Mit dem Finger. Nein, mit dem Finger, das ist nicht gut. So. Was hast du da, was hast ich habe hab die Höhe verstellt vom Fräser. Also ich habe ihn nach unten gekurbelt und jetzt kurbel ich ihn wieder nach oben. Ah. Jetzt kurbel ich ihn wieder nach unten. Das ist schön. Ich glaube, das Video ist beendet. Wir sagen danke. 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 Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Dieser Donnerstag ist hiermit vorbei. Also er beginnt erst eigentlich. Nein, er ist vorbei. Du meinst, sobald das Video gesehen wurde, ist er. Tschüss, abonniert den Kanal und ich habe das jetzt so gesehen. Schau, hier, dieses Video könnt ihr euch anschauen. Dieses Video könnt ihr euch anschauen. Nein, andere Seite. Dieses Video könnt ihr euch anschauen. Dieses Video könnt ihr euch anschauen. Abonnieren ist immer links unten. Abonnieren ist links unten. Ich weiß nicht, wo jetzt. Da jetzt. Unten. Da ist abonnieren. Da. Da. Da unten. Da. Ich würde ein bisschen zusammenkehren im Abonniereck. Schaut sich aus. So, wir gehen. Tschüss, Servus. So. Das war ein ernstes Video jetzt, gell? Ja.